Moin Leute, da melde ich mich mal wieder, und zwar Einstieg in die rechte Szene Teil 6. Ich schweife hier ein bisschen ab in diesem Beitrag heute. Wie ihr seht, bin ich hier vor dem Krankenhaus. Und zwar, ich bin in der rechten Szene natürlich sehr viel mit Gewalt konfrontiert worden. Man kann sich vorstellen, ich war nicht Opfer, sondern ich war Täter. Ich werde das sehr oft gefragt, wenn ich jetzt die Seminare mache und die Vorträge mache, wie kommt man überhaupt dazu, Gewalt auszuüben? Wie kommt das? Wie bin ich dazu gekommen? Und ist man nicht geistesgestört, wenn man das freiwillig macht und rausgeht und Gewalt freiwillig sucht? Ja, natürlich ist man da geistesgestört, das sehe ich heute auch. Deswegen bin ich ganz froh, dass mal ein Psychologe mal meine Schrauben nachgezogen hat und mich neu justiert hat. Da bin ich ganz froh drüber, dass ich da diesen Prozess dann auch geschafft habe. Aber unterschiedliche Aspekte. Natürlich bin ich überhaupt erst dazu gekommen. Ich hatte das erzählt, was die Musik bei mir gemacht hatte. Die Musik hat immer sehr viel mit Hass zu tun. Es ist ja eine Szene, in der es viel um Hass, Unzufriedenheit, Frust geht. Man ist unzufrieden und das wird natürlich auch verarbeitet. Und wenn man mit diesen Sachen losläuft, ja, dann kommt da ja auch nichts Positives bei raus, wenn man sich den ganzen Tag Musik reinzieht, wo es vielleicht um Gewalt geht, um Hass. Das macht ja mit einem was. Wenn man das ständig hört, man wird immer konfrontiert, man ist unzufrieden, man ist angeblich unzufrieden mit der Politik, unzufrieden vielleicht mit der Familie. Allgemein, da steigert man sich rein und dann gibt es natürlich viele Aspekte, die das dann auslösen können. Ja, das ist auch nicht so, dass die Gewalt dann, da sind immer alle ganz verwundert, wenn ich sage, ja, die Gewalt hat ja nicht nur den angeblichen politischen Gegner oder es hat dann auch nur Personen mit Migrationshintergrund getroffen oder so. Nein, die Gewalt ist natürlich ganz extrem auch untereinander passiert. Und so zum Beispiel hier, das hier vorne, was ich hier angeklebt habe, bei der Vorderzähne, das ist intern mir ausgeschlagen worden als junger Skinhead. Was habe ich daraus gelernt? Gar nichts, denn leider stimmt das Sprichwort, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und das ist natürlich eine ganz üble Sache. Und wer losgeht mit dem Vorsatz, Gewalt auszuüben, Gewalt zu finden, der findet auch Gewalt. Ja? Also das ist nicht nur, dass da Unschuldige reingeraten, sondern zwei Gewalttäter, die finden sich immer. Und was sagt das über die beiden aus? Es ist natürlich völlig gestört, wenn man mit diesem Vorsatz losgeht, Gewalt auszuüben. Ich bin früher mit diesem Vorsatz auch losgegangen, da hat man sich schon vorher abgesprochen. Mensch, wäre das nicht geil, wenn es heute nochmal irgendwie eine Schlägerei geben würde. Und dann, wenn man das sucht, dann findet man das auch. Und es ist natürlich was ganz Übles. Da gibt es viele unschuldige Opfer. Und das ist ja nicht nur so, dass es auf der einen Seite die Opfer gibt, sondern auf beiden Seiten. Das ist immer auch, wenn der eine ins Gefängnis muss, dann gibt es da Opferteile aus der Familie. Oder wenn man jemand ins Krankenhaus kommt und die Mutter und Vater kommen und die weinen und so weiter. Und die wollen ihre Kinder dann auch nicht so sozusagen mit körperlichen Schaden sehen. Also das hat sehr, sehr viele, viele Aspekte. Ich kann das nur immer sagen, also auch habe ich das oft mitbekommen, Leute, die persönlich viel Gewalt ausgeübt haben oder losgehen oder so und dann selber Gewalt bekommen, dann ist das Gejammer groß. Das ist nicht bei allen so, viele stecken das dann auch weg, aber es hinterlässt trotzdem Spuren. Es hat bei mir auch Spuren hinterlassen, dass ein Leben lang habe ich Gewalt ausgeübt. Dann gibt es jetzt auch immer wieder dieses Thema, dass so neue Leute, die ich kennenlerne, die ein Leben lang vielleicht so irgendwie Sport gemacht haben, aber nie richtig in gewaltigen Szenen waren, in Gewalttaten verwickelt waren, die mir dann auch immer wieder sagen, ja, ich könnte ja auch und ich würde auch so total durchdrehen und da müssen auch alle total Angst vor mir haben oder so. Ich kann dazu sagen, Leute, die mit ein Leben lang mit Gewalt zu tun haben, Gewalt ausgeübt haben, es ist egal, wie körperlich, ob die körperlich stark oder schwächlich aussehen, wer ein Leben lang Gewalt ausgeübt hat, ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner und davon sollte man sich fernhalten und wenn man weiß, dass diese Personen gewalttätig sind, dann Umgang meiden. Also ich achte da jetzt auch drauf, ich möchte keine Gewalt mehr in meinem Leben erleben oder ausüben, beides nicht. Es hat beides Spuren hinterlassen, da bin ich ganz froh drüber. Ich sage dazu nicht, dass ich mich auf den Boden lege in der Embryostellung und mich dann vielleicht von irgendwelchen Leuten, die mir nichts Gutes wollen, mich zusammenschlagen lasse. Das ist nicht so, aber ich selber gehe nicht mehr mit dem Vorsatz los, Gewalt auszuüben. Es ist eine negative Kraft und davon sollte man sich dann auch fernlassen. Mich würde so interessieren, was Personen erlebt haben, die selber Gewalt ausgeübt haben, die Gewalt erfahren haben. Bei mir war das ganz speziell in der rechten Szene. Es ist ganz stark, sehr viel Gewalt untereinander, Gewalt gegenüber anderen. Und ich hoffe, dass man das irgendwie auflösen kann, denn das ist das, was wir in dieser Welt nicht mehr brauchen. Dazu möchte ich mich wieder sagen. Ich möchte diese Gutmensch-Beleidigung, aber es ist so, eine Welt ohne Gewalt wäre nun mal besser. Also, ich danke euch fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video kommentiert, teilt oder eure Meinung drunter schreibt. Und ich wünsche euch einen Erfolg von der Küste.